In diesem Video stelle ich dir einmal vor, wer denn eigentlich hinter dem Vivi-Team so alles steckt und welche Leute da auf jeden Fall auch extrem interessant sind. Das alles jetzt in diesem Video, und wenn dir dieses ganze Video gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem ersten Teammitglied. Und das erste Teammitglied ist niemand Geringeres als natürlich der CEO Vivi, und das ist David Yu. Eine kurze Geschichte zu David Yu selbst. David Yu hat schon über 20 Jahre Erfahrung im Lizenz- und Einzelhandel. Dementsprechend auf jeden Fall hier schon einige Jahre hinter sich. Er ist außerdem in 9 Direktorpositionen, ist Geschäftsführer von Bingy Fintech, und mit 17 Jahren hat er sein erstes Unterhaltungs- bzw. seinen ersten Hobbyladen eröffnet, was mich persönlich an dieser Stelle schon mal sehr beeindruckt hat, denn ich persönlich kenne ehrlich gesagt niemanden, der mit 17 hier schon seinen eigenen Unterhaltungs- bzw. Hobbyladen eröffnet hat. Unter anderem ist er Unternehmensleiter und Gründer, zum Beispiel bei Games Air Us Limited Retail und bei Management Group Limited und natürlich bei Ecomi bzw. also Orbis, der Firma, die über Vivi steht. Anschließend haben wir den zweiten wichtigen Mann bei Vivi, und zwar Daniel Crothers, COO of Vivi, und erstmal der oberste Manager aller operativen Geschäfte des Unternehmens. Außerdem ist er Mitbegründer von Unternehmen wie Digitalus, einer Werbeagentur für staatliche Institutionen, wo seine Firma Content kreiert, und dann noch in dem Fall ist das jetzt nicht Crowd, sondern Herb. Das ist an der Stelle ein Fehler hier in der PowerPoint. Diese sind sozusagen im Cannabis-Geschäft tätig und sind dort für essbare Cannabis-Rezepte bekannt, beziehungsweise sind dort in Amerika ziemlich erfolgreich gewesen. Wie schon eben erwähnt, zuständig ist er in dem Fall für alle diese technischen Dinge, das heißt zum Beispiel die Drops in der App und die App insgesamt. Als nächstes haben wir den Mann, der uns wahrscheinlich Pokémon bringen wird, beziehungsweise vielleicht auch schon gebracht hat, wer weiß es, Alfred Kahn, eine absolute Lizenzlegende und dementsprechend natürlich auch hier der Leiter der Lizenzierungen bei Vivi. Er ist natürlich, wie schon eben erwähnt, hier verantwortlich für die Lizenzen bei Vivi, das heißt, er sorgt dafür, dass er neue Lizenzen an Bord holt bei Vivi, er spricht zum Beispiel mit Firmen wie Disney, Marvel und so weiter und so fort, um dann natürlich bestimmte Lizenzen zu bekommen. Bei Marvel und Disney haben wir die jetzt schon, aber bei vielen anderen Lizenzen, wo man theoretisch noch was holen könnte, dort ist er auf jeden Fall noch am Gange. Seine größten Lizenzerfolge in seiner bisherigen Geschichte sind einmal Pokémon, Teenage Mutant Ninja Turtles, Yu-Gi-Oh! Und Cambridge Patch Kids. Ihr werdet wahrscheinlich drei Dinge davon definitiv kennen, und zwar Pokémon, Teenage Mutant Ninja Turtles und Yu-Gi-Oh! Dort ist er mit unter anderem verantwortlich dafür, dass diese Brands überhaupt so groß geworden sind, wie sie heute sind. Pokémon ist das größte Franchise überhaupt bis jetzt auf der Welt, und dementsprechend hat er natürlich hier auch die ordentlichen Connections, und dementsprechend ist er hier auch ein super wichtiger Mann für die Lizenzen, weil er auch einfach das Vertrauen von vielen Lizenzgebern bekommt, weil er halt für das größte Franchise unter anderem verantwortlich ist, was jemals kreiert wurde. Außerdem war er CEO von 4Kids Entertainment für 20 Jahre, ein sehr großes Unternehmen, was Content ausschließlich für Kinder produziert, wie der Name es auch schon sagt. Außerdem ist er Marketingchef bei Vitiprince und war CEO von Kid Tagios Entertainment. Und ich muss sagen, ein super schönes Zitat, was ich euch jetzt einmal vorlesen muss, was ich gefunden habe, beschreibt Alfred Kahn 1:1. Im Laufe seiner 3 Jahrzehnten langen Karriere in der Lizenzierung hat sich Al als Pionier bei der Identifizierung von Trends in der Populärkultur und deren Anpassung an ein globales Publikum hervorgetan. Seine einzigartige Sicht hat sich in viel Erfolg niedergelassen, nicht nur für sein Unternehmen, sondern für die Lizenzindustrie als Ganzes. Und ich muss sagen, dieses Zitat beschreibt hier Alfred Kahn perfekt. Und deswegen denke ich auch, dass Alfred Kahn Vivi hier wieder erfolgreich machen wird, weil er diese Trends erkennt und weil er einfach Ahnung hat über mehrere Jahrzehnte. Und ich glaube nicht, dass dieser Mann falsch liegt. Ich glaube, dass dieser Mann goldrichtig liegt. Und wenn man sich das letzte Interview mit ihm anschaut, dann bekommt man meiner Meinung nach eine so unfassbare Ruhe, weil man einfach das Gefühl bekommt, der Mann weiß, wo es hingeht, und der Mann wird uns dorthin auch führen. Ich werde das ganze Interview auch hier einfach nochmal verlinken. Dann schau dir das auf jeden Fall nochmal an. Muss ich sagen, war Wahnsinn und mich auf jeden Fall auch wieder an der Stelle sehr beeindruckt, was seine Ansichten auch einfach angeht.
Als nächstes haben wir jemanden, der in der Community sehr bekannt ist, und zwar Reese Skellern, und der Gute ist Kommunikationsmanager bei Vivi und ist im Team seit Beginn, beziehungsweise seit Tag 0. Da wurde auch von David Yu zum Beispiel auch letztens das Ganze nochmal betont, wie ehrenhaft er das findet und wie stolz er darauf ist, Reese immer noch an Bord zu haben. Und man muss ja auch sagen, Reese wird ja nicht ohne Grund immer noch an Bord sein. Reese wird viele Dinge kennen, der wird viel wissen und dementsprechend auch schon die Vision bzw. viele Dinge wissen, die wir einfach nicht wissen. Und er weiß, wo es hingeht, und ich glaube, dass er uns hier auf jeden Fall schon einiges verraten hat mit vielen Moves, die er zum Beispiel gemacht hat, wie zum Beispiel sein Auto verkauft hat, um zum Beispiel noch mehr Omi-Token zu holen. Also ich glaube, wir werden hier definitiv noch super viel sehen. Und er ist natürlich hier an der Stelle für die Kommunikation bei Vivi verantwortlich, schreibt Artikel für Omi bzw. Vivi und hat natürlich die Aufgabe eines Kommunikationsmanagers, Entwicklung und Umsetzung von Marketingkonzepten, Entwicklung geeigneter Kommunikationsstrategien für das Unternehmen, Regelung und Steuerung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Lieferanten, Kunden, Stakeholdern, Gestaltung der Geschäftsberichte. Das ist so sein Aufgabenfeld, das heißt schon relativ viel und ist auch häufig präsent in zum Beispiel AMAs oder auch Interviews mit dem Team oder auch mit anderen Leuten außerhalb der Community. Als nächstes haben wir Alex Gonzalez, Senior Director of Marketing bei Vivi, hat 7 Jahre Programmier- bzw. Content-Lead-Marketing-Erfahrung, arbeitet an Ausweitung und Entwicklung und Kampagnen für Vivi, hat außerdem einen Bachelor in Medienkommunikation und ist häufig auch in der Vivi-Community vertreten, postet auch einiges und ist auf jeden Fall auch auf Twitter für die Community erreichbar. Als nächstes haben wir einen Mann, den persönlich ich tatsächlich bis vor kurzem auch nicht kannte, bis ich dieses Video gemacht habe, und zwar Michael Adler. Er ist Berater und im Betrieb bei Vivi tätig, das heißt, er ist sozusagen im Unternehmen tätig und versucht, Dinge voranzubringen. Er hat außerdem 20 Jahre Erfahrung mit hochskalierenden Unterhaltungs- und Technologieunternehmen und mit vielen, vielen anderen. Also der Mann hat hier auf jeden Fall auch wieder eine Menge Erfahrung, was er mitbringt. 15 Jahre Beratung im Tech-Bereich bzw. im Bereich von Tech-Firmen, umfassendes Netzwerk von Kontakten, was natürlich auch sehr wichtig ist im Sportbereich, im Medienbereich und im Advanced Tech-Bereich und noch viel mehr. Außerdem war er 4 Jahre leitender Analyst bei der Bank of America, also mit einer der größten Banken weltweit. Dort war er 4 Jahre leitender Analyst. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, die nicht jeder schafft. Und dementsprechend hier auf jeden Fall an der Stelle auch wieder ein sehr, sehr interessanter Mann. Und war auch schon in einigen Interviews zu sprechen, die ich mir auch angeschaut habe, wo man wirklich sagen muss, der Mann strahlt auch wieder so eine Ruhe aus und ist sehr, sehr zuversichtlich, was Vivi angeht, was mich an der Stelle auch wieder sehr beeindruckt hat, was mich an der Stelle noch positiver auf Vivi einstimmt. Schauen wir uns aber die nächste an, und das ist nämlich Lorraine Barros, Social Media Marketing Managerin bei Vivi, 7 Jahre Erfahrung in Marketingberatung und Content-Erstellung, 4 Jahre Marketing-Analyst bei Microsoft gewesen. Sie hat außerdem einen Master in Marketing und Business Administration und hat ein umfassendes Wissen in Strategie für Startups und kleine Unternehmen. Das heißt, das perfekte Know-how für Vivi, weiß, wie man Content erstellt und weiß auch, wie die besten Strategien sind für Startups und kleine Unternehmen. Also an der Stelle auch wieder jemand bzw. eine, die auf jeden Fall den Plan hat und auf jeden Fall Vivi auch weiter nach vorne bringen wird. Als nächstes haben wir wieder eine Frau, und das ist nämlich Jane V. Marketing Operation Manager, und sie war 6 Jahre Chief Development und Marketing Officer bei GV Agency. Außerdem ist sie Expertin für den Aufbau von Partnerschaften und großes Marketing. Das heißt an der Stelle natürlich auch wieder etwas Gutes für uns, weil großes Marketing brauchen wir bei Vivi, um mehr Leute dazu zu holen. Außerdem studiert sie nebenbei noch Jura im Bereich Zivilrecht und geistiges Eigentum. Stärken sind außerdem bei ihr Marketing-Identitätsstrategien, Lead-Generierung und Marktforschung, was an der Stelle natürlich auch wichtig ist, um auch ein großes Marketing überhaupt erzeugen zu können. Als nächstes haben wir noch Anton Stening, Content-Produzent bei Vivi, produziert in dem Fall natürlich Content hier an der Stelle für Vivi, das heißt Videos, Posts und so weiter und so fort. War außerdem Direktor bei Momentum Online, welche für Designs, Entwicklung, mobile Anwendungen und Produktvisualisierung verantwortlich sind. Das heißt, hat hier auch schon eine immense Erfahrung, was er mitbringt für Vivi, und hat 9 Jahre Erfahrung im Bereich Medien, Design, Produktion. Also an der Stelle auch wieder eine sehr passende Erfahrung für Vivi, denn diese Dinge brauchen wir definitiv, um auch bei Vivi Aufmerksamkeit natürlich im Netz zu bekommen. Als letztes haben wir dann noch Noah Sanchez, Social Community Manager, ist an der Stelle Experte der Unterhaltungs- und Technologiebranche,
ist talentiert im digitalen Marketing, kreative Produkte und Analytik. War außerdem bei Blizzard Marketing Manager, außerdem ist er dafür verantwortlich, Partnerschaften zu veröffentlichen und Inhalte bei Bibi zu posten. Ist außerdem relativ aktiv auch auf dem Discord und ist an der Stelle hier auf jeden Fall auch ein Gesicht, was man öfter mal in der Community sieht, nicht allzu oft wie Reese oder auch LXG, aber doch auch öfter als David Yu und Daniel. All diese Leute sind bei Vivi mit dabei und natürlich noch so viel mehr. Aber um das wirklich mal kurz zu fassen, um euch einen kurzen Überblick zu geben, wer sind denn jetzt eigentlich hier so die Leute, die hinter Vivi stecken, wo ich auch einfach rausgefunden habe, dass sie wirklich hinter Vivi stecken, die sind hier auf jeden Fall mit dabei. Und ich muss wirklich sagen, es sind spannende Talente mit dabei, wie zum Beispiel auch Michael Adler, ein wirklich interessanter Mann. Oder auch zum Beispiel, ja, Alfred Kahn. Ich denke, viele wissen da draußen nicht, wer dieser Mann ist und wie wichtig er auch eigentlich für Vivi ist. Und wenn dir dieses ganze Video auch wichtig war und dir es auf jeden Fall gefallen hat, dann lass dem ganzen Video sehr gerne ein Like, da das es noch mehr Leute sehen. Und schreib du mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, wer von diesen Teammitgliedern, die ich jetzt heute vorgestellt habe, für dich dein Favorite ist. Würde mich an der Stelle mal sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Mach es gut und ciao, ciao.